backlight. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Der Adler ist gelandet und wenig später tritt Armstrong auf die äußere Plattform der Landefähre und steigt die Leiter hinab. I'm gonna step off the land now. That's one small step for man. Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, one giant leap for mankind. Aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Dann verlässt der zweite Mann die Fähre, Edwin Aldrin. Sein letzter Schritt ist ein Sprung. Lunare Turnübung. Am Landebein des Adlers wird eine Plakette enthüllt. Ihre Inschrift: Hier haben Menschen des Planeten Erde im Juli 1969 Anno Domini zum ersten Mal den Mond betreten. Wir kamen im Frieden für die ganze Menschheit. Die Fernsehkamera wird aus dem Landegestell gezogen und 15 Meter von der Fähre entfernt auf ein Stativ gesetzt. Premiere der Luna Vision. Der Mondhorizont schlägt Purzelbaum. Den Bildausschnitt bestimmt das Kontrollzentrum in Texas. Etwas mehr nach rechts schwenken. Das ist zu viel jetzt. Ein wenig mehr nach links. Der Landeplatz liegt 7 Kilometer vom geplanten Zielpunkt entfernt. In der nächsten Umgebung der einförmigen Ebene zahlreiche Einschlaglöcher und Gesteinsbrocken. Im Blickwinkel der beiden Astronauten sind es nur 4 Kilometer bis zum Mondhorizont. Hissen der amerikanischen Flagge. Kein Windhauch wird das Sternenbanner aus Kunststoff je bewegen. Eine Querstange verhindert, dass es schlaff am Mast hängt. Sterne und Streifen im Meer der Ruhe. Ein Akt, dem Irdischen verhaftet, umstritten lange vor diesem Tag. Okay.
Sprünge auf einem Himmelskörper, auf dem ein Mensch nur noch 25 Pfund wiegt, statt 150. 400.000 Kilometer entfernt schauen mehr als 500 Millionen Erdbewohner zu. Kängurusprünge mit geschlossener Beinhaltung. Grußwort des amerikanischen Präsidenten. Ich spreche zu Ihnen aus dem Weißen Haus. Dies ist ein historisches Telefongespräch ohne Beispiel. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie stolz wir auf Ihre Tat sind. Durch das, was Sie vollbracht haben, ist der Himmel ein Teil der Menschenwelt geworden. Wenn Sie aus dem Meer der Ruhe zu uns sprechen, ist es für uns ein Ansporn, Frieden und Ruhe auf die Erde zu bringen. Einen Augenblick lang sind alle Völker der Erde eins, im Stolz auf ihre Tat und im Gebet für ihre glückliche Rückkehr. Neil Armstrong antwortet und für einen Augenblick stockt seine Stimme. Danke, Herr Präsident. Es ist eine Ehre für uns, hier zu sein, nicht nur als Repräsentanten der Vereinigten Staaten, sondern aller friedlichen Nationen. Ich freue mich darauf, Sie in 3 Tagen auf dem Flugzeugträger wiederzusehen. Neben dem symbolischen Akt Arbeit für die Wissenschaft. Aldrin hängt eine Aluminiumfolie auf. Sie soll winzige Teile des Sonnenwindes einfangen. Die Astronauten filmen und fotografieren und sie sammeln Mondproben. Jede Beobachtung schildern sie dem Kontrollzentrum in Texas. 2,5 Stunden dauert diese erste Mondexkursion. Ein Laserreflektor wird aufgestellt. Mit seiner Hilfe soll die Entfernung Erde-Mond bis auf wenige Zentimeter genau ermittelt werden. Und ein Seismometer registriert die geringsten Erschütterungen der Mondkruste, hervorgerufen durch Meteoriteneinschläge. ...21 Stunden nach der Landung, Countdown zum Rückstart, mitgezählt im Kontrollzentrum. Wunderbar, es ist alles in bester Ordnung. 1000 feet high, das Triebwerk hat beim Start den oberen Teil der Mondfähre vom Landesockel getrennt. Nach kurzem, senkrechtem Aufstieg geht das Gerät in Schräglage über. Wieder Geschwindigkeitsangaben, Höhe, Neigungswinkel. Horizontal velocity approaching 2500 feet per second. Roger. Some 120 miles to go until insertion.
Rendezvous, Docking, Umsteigen ins Mutterschiff, Abtrennen der Fähre und wenig später verlassen die drei Mondfahrer die Umlaufbahn des Trabanten. Der letzte Akt, Rückkehr zur Erde. Drei Tage später, südwestlich von Hawaii, warten Bergungsflotte und Hubschrauber auf die Landung. Sogar vom Deck des Flugzeugträgers ist der kometenhafte Schweif des heimkehrenden Raumschiffes sichtbar. An Bord des Flaggschiffs der amerikanische Präsident und 2200 Mann Besatzung. Tage und drei Stunden nach dem Start in Cape Kennedy, Columbia ist gelandet. Der Rest ist Routine. Grotesk, fast Ironie, die letzte Szene. Applaus auf Distanz, Gebot der Hygiene. Drei Wochen werden die Mondfahrer in einer Quarantänestation verbringen. Man will sicher sein vor unbekannten Gefahren, die sie mitgebracht haben könnten. Houston in Texas, wenige Tage danach. Armstrong, Aldrin und Collins kehren zurück. Aber der Jubel dringt nicht bis in ihren Käfig. Es bleibt ein Triumph auf Sparflamme. Und statt Umarmung und Begrüßungskuss, eine Wand aus Glas und ein rotes Telefon. Das Schauspiel ist zu Ende. Die Akteure verlassen die Szene. Der Vorhang schließt sich. Und dann Wochen später. Amerika feiert seine Helden der Astronautik mit einer Konfetti-Parade in den Wolkenkratzer-Schluchten von New York, wie einst, als Charles Lindbergh zum ersten Mal den Atlantik überflogen hatte. Im Mondmeer der Ruhe, wo Armstrong und Aldrin gelandet sind, bleiben eine Flagge zurück und einige Geräte, deren Messdaten die Wissenschaft interessieren. In Cape Kennedy beginnen indessen die Vorbereitungen für die nächste Mondlandung. Schon 4 Monate nach Apollo 11 setzen Conrad und Bean die zweite Mondfähre mit einer Punktlandung in den Ozean der Stürme.
Sie verlassen jetzt zweimal Ihr Gehäuse zu Exkursionen rund um den Landeplatz. Mehr als 30 Kilogramm Mondgestein bringen Sie mit zur Erde. In eine Katastrophe hätte der dritte Mondflug Apollo 13 führen können, als es in einem Sauerstofftank des Raumschiffs zu einer Explosion kommt. Aber das Unternehmen endet nach 143 Stunden glücklich mit der Landung im Pazifik. Erst 9 Monate später, im Januar 1971, startet Apollo 14. Ziel: die Fra Mauro-Region. Zur Erleichterung der Arbeit während der Ausflüge wird diesmal ein kleiner Handkarren mitgeführt. Zum ersten Mal weit ab vom Mondäquator führt Apollo 15. Landeplatz diesmal im Norden, nahe der Hadley-Rille im Gebiet der Mondapenninen. Ein sogenannter Lunar Rover erlaubt jetzt größere Exkursionen, bei denen sich die Astronauten bis zu 28 Kilometer vom Landeplatz entfernen. Ein Hochland ist das Ziel von Apollo 16. Diesmal bleiben die Astronauten mehr als 20 Stunden außerhalb der Landefähre. Als vorzügliches Hilfsgerät erweist sich erneut das Mondauto. Es wird von 2 Silber-Zink-Batterien gespeist, Geschwindigkeit 13 Kilometer pro Stunde. Seit der ersten Mondlandung sind fast 3,5 Jahre vergangen, als mit der Nummer 17 das Projekt Apollo abgeschlossen wird. Noch einmal wählt man einen Landeplatz im Norden des Mondes, in der Taurus-Littrow-Region. Ja. Mit dem Kommandanten dieses Unternehmens, Eugene Cernan, fliegt zum ersten Mal ein Wissenschaftler zum Mond, Dr. Harrison Schmidt. Er wird zum Schwerarbeiter, verliert aber auch bei Purzelbäumen nicht die gute Laune. Hin und wieder muss die Optik der Fernsehkamera von Staub gesäubert werden. Nie zuvor zeigte sie, von Houston über 400.000 Kilometer ferngesteuert, bessere Bilder vom Mond. Schwenk über den Mondhorizont hinauf zum tiefschwarzen Himmel. Die Erde kommt ins Bild. That's the Earth in the picture. Get Brian, Jim. 500. At 17, if you want to just take a minute, you might look up in the sky and notice that our camera's taking a beautiful picture of Mother Earth. The old boulder rolling trick. I'm getting a soil sample under there. Fußballspiel mit Mondgeröll. Nicht nur aus Übermut, man will sehen, wie es darunter aussieht. Laufen und hüpfen, gelöster als 3,5 Jahre zuvor bei Apollo 11, jetzt fast übermütig. 75 Stunden bleiben sie diesmal auf dem Mond. Davon 22 Stunden außerhalb der Fähre. Eine Szene für das Lehrbuch der Lunanautik. Dr. Schmidt versucht, eine Dose aufzuheben. No.
Jack Schmidt having a few problems. Er hat ein paar Probleme. And like you might expect, it's up at the top of the bottom core shark too. How about that? Messungen am Kraterrand. Alle Geländeformen des Mondes sind inzwischen von den verschiedenen Mondbesuchern erforscht und untersucht. Hochland und Tiefebene, Krater und Rillen, Täler und Berge. Der Wissenschaftler Schmidt, heute Senator in Washington, beweist physische Kondition ebenso wie technische Begabung. Wo immer Neues entdeckt wird, heißt es sammeln, fotografieren, Proben entnehmen, Beobachtungen direkt nach Houston weitergeben, wo Experten an den Monitoren sitzen, ihre Wünsche äußern und die Mondwanderer führen. Rückkehr zum Mondauto. Die Beute ist beachtlich, fast 115 Kilogramm Staub und Steine in Tüten und Dosen. Und wenn auch diese letzte Apollo-Mannschaft den Mond verlässt, werden die automatischen Messstationen noch jahrelang ihre Daten zur Erde senden. Langzeitdiagnose eines Himmelskörpers. Keine Zuckung soll seinen Beobachtern entgehen. Die Qualität von Science-Fiction-Filmen wird man in Zukunft an diesen Bildern messen. Die Wirklichkeit hat die Fiktion überholt. Jede Szene wird registriert per Film- oder Fotokamera. Auch die letzte Exkursion nicht ohne Feierlichkeit und Pathos. Noch einmal wird eine Plakette enthüllt und am Landebein der Fähre befestigt. Zur Erinnerung, dass mit diesem Unternehmen das Apollo-Programm zu Ende geht. Zwischen den beiden Erdhälften das Abbild des Mondes mit den Landeplätzen der Apollo-Fähren. Unterschrieben von den Astronauten und dem amerikanischen Präsidenten. Nach dem letzten Gruß ein letzter Schwenk über die Taurus-Littrow-Region, dann wird die Mondkamera nur noch ein Bild zeigen, den Rückstart zur Erde. Die Zeitlupe macht deutlich, was sich in Sekundenschnelle vollzieht.
Das Oberteil der Mondfähre trennt sich vom Sockel, um die Astronauten zurückzubringen zum Mutterschiff in der Mondumlaufbahn. One minute, 20 seconds, 7,072 feet in altitude, moving up. Hat sich der Mond gelohnt? Wozu das Ganze? Welchen Nutzen hatte dieses Unternehmen? Diese Frage wurde natürlich gestellt unmittelbar nach der Rückkehr von Armstrong und Collins. Sie wurde erneut gestellt nach dem Abschluss des Programms im Dezember 1972 und sie wird heute immer noch gestellt. Der amerikanische Nobelpreisträger Urey hatte vor dem Start von Apollo 11 gesagt, gebt mir ein Stück Mond und ich kann euch sagen, wie das Sonnensystem entstanden ist. Wissen wir das wirklich heute? Apollo also als ein Unternehmen der Wissenschaft. Da rückt man dem Erdtrabanten zu Leibe, mit Thermometer und Seismometer, gräbt Furchen und bohrt in seiner Kruste. Man sammelt Steine und Staub und mikroskopiert und analysiert sie in vielen Instituten rund um die Erde. Und die Wissenschaftler, die Astronomen, die Astrophysiker haben Fragen über Fragen. Wie ist der Mond entstanden? Wann ist er entstanden? Ist er ein Zwilling unserer Erde? Oder ist er ein Kind unseres Planeten, aus der Erde herausgeboren? Ist der Mond heute so, wie unsere Erde einmal war oder wie sie einmal sein wird? Fragen über Fragen. Und man erforschte den Mond auch, um mehr zu erfahren über unsere Erde, über ihre Entstehung und über ihre Entwicklung. So wie man sich für einen anderen Menschen interessiert, um sich selbst besser zu verstehen. Hat das Projekt Apollo, benannt nach dem vielgestaltigen Gott der Griechen, wenigstens einige der Probleme gelöst, die die Wissenschaft hatte? Hermann Michael Hahn versucht eine Antwort 10 Jahre danach. Als Galilei vor rund 370 Jahren zum ersten Mal sein Fernrohr auf den Mond richtete, sah er eine fremde Welt ohne Luft und Wasser. Wo beides fehlt, gibt es keine Verwitterung. Hier kann die Zeit nicht die Spuren der Geschichte verwischen, und so glaubten die Wissenschaftler aus der Erforschung des Mondes auch einiges über die Vergangenheit der Erde erfahren zu können. Wie ist der Mond entstanden? Und wie die unzähligen Krater? Sind es Vulkankrater wie auf der Erde? Dann müsste der Mond früher sehr aktiv gewesen sein. Doch warum findet man dann keine anderen Spuren dieser Aktivität, wie etwa Grabenbrüche in der Mondoberfläche? Oder ist die Mondkruste durch kosmische Bomben zernarbt worden? Dann muss es früher sehr viel mehr solcher Brocken gegeben haben als heute. Sind Mond und Erde, sind alle Körper im Sonnensystem vielleicht aus solchen Brocken entstanden? Und wann? Und alle aus dem gleichen Material? Um diese Fragen zu klären, war eine genaue Bestandsaufnahme vor Ort nötig. Man brauchte Bodenproben vom Mond, die in irdischen Laboratorien mit allen Raffinessen hochgezüchteter Analysetechnik untersucht werden konnten. Bodenproben von verschiedenen Plätzen auf dem Mond. Aus lavabedeckten Tiefebenen und hochliegenden Gebirgsregionen, aus dem Innern von Kratern ebenso wie aus ihrer Umgebung. Löcher wurden in die Mondoberfläche gebohrt, um mögliche Ablagerungsschichten zu erkennen. Ablagerungen, die den stetigen Staubregen aus dem Weltall konserviert haben könnten. Solche Schichten sind wie Seiten in einem Geschichtsbuch. Die Löcher waren aber auch für die vielen Messfühler gedacht, die der Mond von den Astronauten angelegt bekam. Temperatursonden registrieren seither den Wärmefluss durch die Mondkruste. Daraus kann man Rückschlüsse auf die Temperatur im Mondinnern ziehen. Seismometer erfassen Mondbeben. Analysiert man die Ausbreitung der Bebenwellen, so gewinnt man eine Vorstellung über den inneren Aufbau des Mondes. An 5 Landeplätzen stellten die Apollo-Besatzungen eine Gruppe wissenschaftlicher Instrumente auf. Ein kleiner Plutoniumreaktor sorgte für die Energie und eine Richtantenne funkte die Messdaten
jahrelang zur Erde. Insgesamt rund 400 Kilogramm Mondgestein brachten die Astronauten zur Erde zurück. Mondgestein, das in vielen Laboratorien untersucht wurde. Dort, wo man die chemische Zusammensetzung bestimmte, mussten besondere Vorkehrungen getroffen werden, um irdische Verunreinigungen zu vermeiden. Die chemische Zusammensetzung muss man kennen, wenn man etwas über die Herkunft des Mondes erfahren will. Der Zerfall radioaktiver Elemente erlaubt eine Altersbestimmung der einzelnen Gesteinsproben. Hier geht es nicht selten um winzige Stoffmengen, die aufgespürt und abgetrennt werden müssen. In der Bundesrepublik Deutschland wurde unter anderem der mineralogische Aufbau einzelner Mondgesteine untersucht. Wie haben sich die verschiedenen Bestandteile der Mondkruste zusammengelagert? Daraus kann man auf die Umweltbedingungen schließen, die bei der Entstehung der Gesteine geherrscht haben. War der Mond damals glutflüssig? Ist einmal erstarrtes Felsmaterial nachträglich erneut eingeschmolzen worden, etwa beim Aufprall einer kosmischen Bombe? Die Untersuchungsergebnisse sind eindeutig. Das älteste Mondgestein ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt, so alt wie das Sonnensystem. Vermutlich hat sich der Mond damals von der noch nicht fertigen Erde abgetrennt. Während der ersten 600 Millionen Jahre wurde der Erdtrabant dann heftig bombardiert. Riesige Brocken schlugen viele hundert Kilometer große Becken, die sich nach und nach mit Lava aus dem Mondinnern füllten. Seither sind nur noch wenige große Krater hinzugekommen. Im Labor hat man versucht, die Vorgänge bei einem solchen Kratereinschlag zu simulieren. Kleine Aluminiumkugeln wurden mit einer Geschwindigkeit von 9 Kilometer pro Sekunde in einen Sandkasten geschossen. Eine Hochgeschwindigkeitskamera filmt den Einschlag mit 300-facher Zeitlupe. Eine Ereignissekunde wird so auf 5 Minuten gedehnt. Die Untersuchungen ergaben, dass ein Meteorit beim Aufprall auf dem Mond weitgehend verdampft. Die frei werdende Energie reicht aus, um den Mondboden aufzubrechen und teilweise wegzuschleudern. Das Oberflächenmaterial bildet einen Kraterrand, wobei zuvor tiefere Schichten nunmehr oben aufliegen. Einschlagkrater gibt es übrigens nicht nur auf dem Mond. Auch die Erde wurde von vielen kosmischen Bomben getroffen. Doch auf unserem Planeten lassen Wasser, Wind und Wetter die Wunden allmählich verheilen. Nur junge Krater, wie etwa dieses 175 Meter tiefe und fast 1300 Meter große Loch im US-Bundesstaat Arizona, künden heute noch von der gemeinsamen Geschichte, die Erde und Mond erlebt haben. Nach den Apollo-Flügen wissen wir, dass das kosmische Bombardement auch unserer Erde im Laufe ihrer Geschichte immer schwächer geworden ist. Doch dass wir auch in Zukunft von großen Meteoriten getroffen werden, ist nicht ganz auszuschließen. Es ist in der Mondforschung also nicht anders als in anderen Zweigen der Wissenschaft. Wo eine Frage beantwortet ist, da tauchen 100 neue Fragen auf. Ob in der Archäologie oder Astronomie, ob in der Kernphysik oder Quantenmechanik. Und darum war ganz sicher die Behauptung des Nobelpreisträgers Juri, er könne aus einem Stück Mond die Entstehung des Sonnensystems ableiten, zumindest ein wenig unvorsichtig. Aber Apollo war ja nicht nur ein Unternehmen der Wissenschaft. Viele haben sogar behauptet, die Forschung hätte diesem teuren und aufwendigen Unternehmen der Raumfahrt eigentlich nur das Alibi geliefert. Wie hatte Armstrong gesagt, als er den Mond als erster betrat? Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Begann damals, vor 10 Jahren, im Meer der Ruhe wirklich so etwas wie eine neue Ära der Geschichte, mit mehr Freiheit, mit mehr Frieden?
Oder ging ein Kapitel der Geschichte damals zu Ende? Ein Kapitel, das unter anderem gekennzeichnet war durch ein großes Vertrauen in die Technik und den technischen Fortschritt. Fragen, die man heute 10 Jahre danach sicher noch nicht endgültig beantworten kann. Jedenfalls konnte die Gegenbewegung nicht ausbleiben. Kurz nachdem Apollo 17 vom Mond zurückgekommen war, kam das Wort von den Grenzen des Wachstums in Mode, Begriffe Umwelt in aller Munde. Man sprach vom Raumschiff Erde, das es mit besonderer Vorsicht zu steuern gelte. Und heute, die Raumfahrt, hat sich inzwischen anderen Zielen zugewandt. Den Planeten zum Beispiel, Venus und Mars, Jupiter und Saturn. Und sowjetische Besatzungen wechseln in der Erdumlaufbahn, in den Raumstationen einander ab. In Bremen wird das erste europäische Weltraumlabor, das Space Lab, gebaut. Und demnächst werden Amerikaner anstelle von Raketen wiederverwendbare Raumfähren haben, wenn sie in den Weltraum starten. Und der Mond, nun, vielleicht hat uns der kalte und graue Mond die Erde, die für die Astronauten wie ein Saphir über dem Mondhorizont stand, wieder neu zu lieben gelernt. Der Mond bekam noch einmal Besuch von einem sowjetischen automatischen, gesteuerten, ferngesteuerten Fahrzeug, dem Lunokhod. Aber seitdem ist es wieder ruhig geworden um unser Nachtgestirn. In den Schubladen der Zukunftsplaner liegen zwar schon lange solche Zeichnungen. Sie stellen den Mond als eine Kolonie der Erde dar, mit Stationen und Basen, ein Sprungbrett auf dem Weg zu den Planeten. Über den Mond bunkern die Flaggen vieler Länder. Werner von Braun, der unermüdliche Werber der Raumfahrt und der geniale Organisator des Apollo-Programms, prophezeite Forschungsstationen auf dem Mond als Vorposten der Wissenschaft, wo man arbeiten werde wie in den Labors der Arktis. Aber 10 Jahre nach Apollo 11 gibt es andere Pläne, weil es andere Sorgen gibt.
Thank you.